so X. Entschuldigung. Okay, ein oh Gott, wir haben so viel zu tun. Und wir müssen fast überall wieder dahin, wo wir schon mal waren. Und yippie-yay-yay. Drücke X, um deine Notizen anzusehen. Steht da alles, was wir brauchen? My Lord, ich bin mit den Verbesserungsarbeiten am Schloss Ihrer verstärkten Tür fertig. Wie besprochen, benötigen Sie zum Öffnen mehrere Gegenstände. Kreuz von Clemens, Sarahs Notiz schon gefunden. Einige Nägel, Sarahs Notiz. Mortimer hat sie wieder versteckt in seinem Arbeitszimmer. Eine Gutenberg-Bibel. Mit Emma im Turnzimmer benutzt. Die Ex-Cheese des Judas. Geheimzimmer in der Porträtgalerie. Eine Amylosphäre, ja, wo auch immer. Na, supi. Einander zugeordnete, ich weiß nicht mal, was das ist, ne? Oh mein Gott. Einander zugeordnete Datumsangaben verschiedener Kalender, gezeichnet Gustav. Auf der Rückseite steht folgendes geschrieben. Okay, bla 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 bla. Das lese ich jetzt nicht vor. Okay, da steht jetzt aber nicht mit diesem Geheimcode 11, was war das? 1191 und 66, nee, 6466. Ich hab's schon wieder vergessen. Och, Mann. So, und 1 muss, irgendwas muss doch hier sein, hat sie doch gesagt. Okay, ich denke mal, da sollten wir noch nicht drauf gucken. Wir schauen uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen um, wenn wir schon mal hier so sind. Wir müssen ein paar Sachen finden, was wir benutzen können. Ja, sowas zum Beispiel. Es ist super dunkel hier. Da ist noch was. Wie laufe ich denn nochmal schnell? Kann ich hier drin nicht schnell laufen? Ich bin verwirrt. Oh, wir haben das Kreuz gefunden. Super. One key found. Halte ich das jetzt? Oder kann ich ihr das geben? Wie renne ich denn doch mal schnell? Ach so, okay, jetzt habe ich es rausgefunden. Entschuldigung. Erdsternchen ist voll. Erdsternchen war auch ein Bad Immunitäten. Okay, egal, wir lassen es hier stehen. Huch, da war noch was. Zwei Sachen. Eine Sammlermünze. Und das ist das andere, das habe ich nicht gesehen. Noch eine Sammlermünze? Zwei Sammlermünzen? Oh, da ist noch was. Noch eine Münze. Okay, wenn wir aber nochmal richtig eingedeckt mit Sammlermünzen. So, ich sehe hier selber ganz wenig nur gerade. Da liegt auch noch ein Honig. Yippie, ja, damit. Great, honey. So, ich spreche mal nochmal mit der Sarah, weil wir ja jetzt gerade dieses Kreuz gefunden haben. Das haben wir jetzt schon. Why a cross? Well, I haven't the foggiest idea. Ach so, okay, da redet sie nur nochmal das Gleiche. Happens. That's what you are going to use to activate the mechanism. I found the one Mortimer kept. Kann das leider nicht abbrechen. It belonged to Cardinal Guibert, better known by the name of Pope Clement III. How do you know that? Because I found it. Would you believe that? Well done, my son. So you've already got one of the keys. Okay, wir haben es gefunden, aber wir müssen es behalten. Okay, dann gehen wir mal raus hier. Schlüssel mit einem okkulten Luftsymbol. Ja, wir haben jetzt so einige Schlüssel, ne? Aber ich habe gar nicht mehr geguckt, wo diese ganzen Kästchen sind. So, hier ist nichts mehr interessant. Dann gehen wir mal raus. Bin ich jetzt auf dem falschen Weg, Sache? Wo bin ich denn jetzt hier? Ach doch. Ach Gott, das sieht gerade so anders aus. Leichte Verwirrung meinerseits. Entschuldigung. So, okay. Ich muss erstmal wieder hier raus aus diesem Labyrinth. Ach Gott. Ist jetzt alles so hell erleuchtet. Ich gehe aber den üblichen Weg hier lang. Ja, da sind wir immer noch voll mit. So, wir gehen hier wieder rein. Denn da kommt man doch gleich irgendwas holen, oder? Da war doch das Geheimzimmer. Das mit der Medusa. Ich frage mich noch, ob wir jetzt hier irgendjemanden treffen. Und was ist diese komische Amylosphäre? Ist das dieses Riesending hier? Das müssen wir nochmal einmal klein finden. Kann das sein? Jetzt können wir das nämlich auch hier anschauen. Ja,
It's definitely an armillary sphere, but okay. I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much attention to my comings and goings. Now, where can I find a smaller one? Es wäre auch sehr merkwürdig, wie wir das alles abbauen und einzeln schleppen. Oh, herrlich, Louis, wirklich. So, ich gucke mal ganz kurz, ob hier nochmal irgendwo so Kästchen standen. Diese hier zum Beispiel. Nein. So, da drüben irgendwo noch eine. Sieht nicht so aus, ne? Nee. So, der Washington steht hier auch nicht mehr. So, uns kurz nochmal einen Blick darüber schmeißen. Okay. So, wie war das jetzt mit dieser Medusa? Müssen wir das jetzt wieder alles einstellen? Um dahin zu kommen? Right. Let's see if the statues are in place yet. Ich weiß es doch nicht mehr, wie die Feuer standen. Lantern is already in the right position. Turn toward the shield. Okay, die ist richtig, dem Schild zugewandt. The sword toward the Gorgon. That's good. Bestimmt, it's in the right place. Die Medusa ist bestimmt nicht richtig. Shield toward the sword. Well, that's good. The statue is already in the right place. Hier ist noch eine Schachtel, guck mal. Oh. Dafür gibt es keine Schlüssel, da könnten wir jetzt Honig für verschwenden, will ich aber irgendwie nicht. That statue is not positioned correctly. So, die muss ja in Richtung. Guckt die denn hin? Die guckt zum Schwert, da soll die nicht zur Laterne oder? Zum Schild, glaube ich, ne? Ja, zum Schild war richtig. Open Sesame. Doch, hier sind wir jetzt ganz alleine. Es ist so merkwürdig, oder? Dass Holm und Mortimer jetzt nicht irgendwie langsam misstrauisch werden und hier uns mal hier aufhalten von dem Ganzen. Hm? The Ring of the Nibelungs. Even if Mortimer is several centuries old, I don't see what part he has in this legend. Ich weiß auch nicht. Ich weiß hier gar nichts mehr, Leute. So, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wo dieses komische Zeug lag, das wir brauchen. Ach, das ist bestimmt das große Ding hier, oder? So, that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often. Otherwise, he's going to notice that someone's stolen it. Mm. But that's just too bad. I need it. Okay, dann schnell zurück, wa? Zum nächsten. Right. I've got what I need. Now let's not waste any more time. Okay, gerade gleich Orientierungsschwierigkeiten gehabt. Okay, dann haben wir das jetzt auch. So, keine Ahnung, wo diese Fähre stehen soll, noch in klein. Die Bibel und die Nägel. Wissen wir, wo es ist. So, ich würde jetzt erstmal die Bibel abklappern. Wir gehen jetzt auch hier lang. Dieser lange Weg. Ich hätte vielleicht doch einen anderen Weg gehen sollen. Bin gespannt, auf wen wir hier als erstes treffen werden. Von den anderen Kollegen, die sich noch so rumtreiben. So, da noch was drin? Nee. Okay, auch hier ist niemand, wie mir scheint.
Ich gucke jetzt halt immer noch mal nach den Schachteln. Da ist nur ein Diener. Da sitzt jemand. Ach, da fällt mir ein, ich wollte ja noch mal hier gucken. Oh Gott, funktioniert ja gut. Ich wollte nochmal, wer ist denn nochmal von Borchardt? Wo ist denn der? Ach, der steht hier gar nicht mehr drauf. Ich erinnere mich, von Borchardt war doch der Typ ganz am Anfang, als wir angefangen haben in dem Intro. Das war doch der von Borchardt. Okay, so, wer sitzt da jetzt? Ist das Godoy? Ich würde sagen, es ist Godoy, ne? Da gucke ich nochmal ganz kurz nach. Schwäche Okkultismus und nicht Politik. Okkultismus. Soll ich mit ihm sprechen? Schauen wir mal. God damn it, Orishi! Are you joking or what? You sell me pipe dreams about Mortimer's project, and a few hours later, one of your allies completely breaks down. Is this what Mortimer's side is all about? What am I going to do now? So, erstmal will ich hier so ein... Der nächste fertig kostet dich nichts benutzen. So, was soll ich jetzt tun? Es hat... Da hat er nicht ganz Unrecht. Was ist mit ihm? Er hat mir den Krieg erklärt. Ihn beschwichtigen. Ist das hier Politik, Logik, Kostenreduziert? Erstmal versuchen wir das. Come now, my Lord Duke. You know very well that at this level, things can get pretty rough. You ought to be used to it. Rest assured, Lord Mortimer has bounced back before. It's not an issue. What can I do for you? I'm dreaming. My mother was right. He's not going to tell me one word about what happened to Emily. To tell you the truth, I'm in search of an armillary sphere. You wouldn't know where I can find it, would you? Well, well. So you do have a passion for astronomy. Von Wollner has already bored me quite enough with all of his endless stories. You ought to concentrate, Louis. Politics is an art that requires all one's attention. Refrain from spreading yourself too thin and leave stargazing to the poets. What can I say? I'm only... Ask Volner. I'm sure he must have it among his effects. Perfect. Thank you, my Lord Duke. Leave me now. See you later. Den Völner müssen wir finden, wo immer der sich rumtreibt gerade. Ich komme hier nicht durch, da steht ein Sessel. Alles klar. Gut, aber ich weiß ja auch nicht, wo Völner ist. Da steht der Diener. Ich gehe jetzt erstmal, geh ich erstmal hoch oder gucke ich hier unten nochmal rein? Ach komm, wenn wir schon mal hier sind, gucke ich hier unten, ob hier vielleicht noch zufällig jemand steht oder sitzt. So, okay. Oder war hier noch irgendwo eine Schachtel? Da steht, wie ist das, Bonaparte? Könnte Bonaparte sein. Gucke ich gleich auch nochmal nach. Erstmal nochmal kurz. Hier hinter war doch was, ne? Die hatten wir, glaube ich, auch geöffnet. Können wir das nehmen? Okay. Wundervoll. Ja, das ist Bonaparte. Bonaparte. Überzeugung, Politik. Ugh, das ist alles immun. Ich weiß nicht, gegen was da nicht immun ist. Ah. Entschuldigung, ich hab's mir nicht gemerkt. Überzeugung und Politik. Da muss ich wahrscheinlich wieder so ein Gesöff hier trinken. Not too shocked. I beg your pardon? About Peru this morning. I asked you if you weren't too shocked by it all. Doch. Schon. Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Yes, of course. I still can't believe it. And neither can I. How could it do that to us? There are increasingly fewer and fewer of us on Mortimer's side. I don't see at all how we are going to win the conference. Tell me. I was wondering.
Nach der Alemosphäre, nach dem Kreuz, das haben wir ja schon. You wouldn't know where to find an armillary sphere, would you? Do you really think this is the right time? Oh, ask Volner. I am sure he will know. What with him being passionate about astronomy, you ought to get on fine together. Leave me now. I need to think of a solution. I won't keep you any longer. Gut. See you later, Monsieur. Tschüssi. Also auch er sagt, wir müssen von Volner treffen. Dann werden wir mal hochgehen. Ich weiß ja nicht, wo der ist, aber wir gehen mal nach oben. Eine Etage höher. Da schauen wir dann auch in dem Zimmer vorbei, wo diese Bibel sein soll. So, allerdings werden wir auch nicht mehr so viel tun können in dieser Folge, denn das Gespräch mit Louis' Mutter, mit der Sarah, das war ganz schön lang. Das kostet dann immer ganz schön viel Aufnahmezeit natürlich. Und das ist auch mal sehr anstrengend, dann zu schauen. Aber ich will natürlich dann auch nicht nur sowas mit drin haben, sondern dann auch mal ein bisschen noch Erkundung und so weiter. Ich brauche nochmal die Karte. Doch, das war die Karte. Okay, jetzt waren wir fast alle Räume, außer in diesem hier. Perus, Zimmer Bonaparte, Hillsboro, Godoy, Dirichy. Gang im Obergeschoss? Was war denn dieses Zimmer? Von Wilner und Turmzimmer. Also müssen andersrum. Aber halt mal, war da nicht gerade noch eine Schachtel? Yeah, das ist eine, die wir... Mann, ich hänge hier hinterm Schrank fest. Okay, das ist keine, die wir öffnen können. So einen kurzen Blick. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal in das Zimmer hier rein. Bevor wir bei Wilner mal anklopfen, der vielleicht auch in seinem Zimmer ist. So, hier müsste jetzt das Buch liegen. Oh Gott. Alter. So dunkel hier. Mach mal Licht an. Ey. Man sieht ja gar nichts. Ich bin total erschrocken aus der Fassung. Ach, verdammt, er wird über meine Mutter sprechen. Jemand hat dich aus der Fassung gebracht. Der Einsatz von Fertigkeiten kostet dich mehr Konzentrationspunkte als normal. Nimm Gold-Elixier ein, um dich zu heilen. Ja, das werden wir tun. Take on my mother. Come and see what I've found. There are pieces of paper in the ashes of the chimney. Someone's been burning something here. Nein, er wahrscheinlich, ne? He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother. In the Hillsborough sisters. Show me a little. Look, it's possible to distinguish two das ist bestimmt das, was wir brauchen, oder was? The rest of the correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. Es hier so dunkel ist. There must be more. Shit. What on earth is he doing? Das habe ich natürlich nicht mehr gucken können. Wir müssen das versuchen. If you want my opinion, a servant must have burnt some old papers. That's all. Why, of course. You very nearly made me think that you were trying to hide something, Louis. No, I'm sure there must be other hidden messages. He won't let go. He's going to work his way back to the Bible if he continues. Warum wird's jetzt dunkel? Ist er weg? Er ist weg. Ist er jetzt einfach gegangen, oder was? Das war doch vorher auch nicht so dunkel hier, oder? Steht der hier noch irgendwo? Er steht da drüben. Nee. Doch. Kann ich jetzt heimlich hier einfach da rangehen? Ach nee, das war, das war nicht die Bibel. Reassured, for what comes up here from the mortal world must ripen in our rays. Die lag doch aber hier, oder? Irgendwo? Lag das nicht hier irgendwo? Da hinten. Schnell einsammeln, bevor er hier herkommt. The Bible's still there. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder mit uns quatschen. Okay, wunderbar. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal mit ihm reden, aber wahrscheinlich können wir das tun oder sollten wir das tun? A chest with the occult symbol representing air. Okay. Ah, da haben wir beide Schlüssel. Wundervoll. Sparen wir uns wieder Fertigkeiten, ne? Die wir gerade eh nicht haben. Gold-Elixier. Nur Gold-Elixier? Ich hätte gern Honig.
Bernsteinstück, wunderbar. Und wir sind hier völlig erschöpft wieder. Boah, es tut mir echt leid, dass es so dunkel gerade ist. Ich sehe selber kaum was. Ich verstehe es auch nicht, warum es hier so dunkel ist. So, sollte ich jetzt nochmal mit ihm sprechen? Nicht brauchen war das nicht. Komm, ich spreche nicht mit ihm. Ich hole hier ab, bevor wir uns noch irgendwie aus Versehen verplappern. Okay, dann gucken wir nochmal schnell bei von Wollner, der in seinem Zimmer ist. So, das war doch hier, ne? Mhm. Klopfen wir mal an oder gehen wir gleich rein? Wir gehen doch gleich rein, na klar. Einfach so oder anklopfen. Wahrscheinlich ist der gar nicht da, was? Aber einfach so seinen Raum zu durchsuchen, ist auch ein bisschen blöd, wa? Macht man nicht. A Greek drachma. One of the rare ancient coins to be mentioned, both in the Bible and in the Quran. The signs of obscurantism. Mhm. Honey. Jawollo. I couldn't have hoped for better. Sehr gut. Nee, da durchsuchen wir jetzt nicht, oder? Was gab's denn da nochmal? Kostet ja nichts. Goldelixier, okay. So, hier ist mal was. A chest locked with a four-letter code. Surely a word close to the owner's heart. Von Wollner. Ipu stand da? Achso, das war. Was war eigentlich mal? Ein Wort mit vier Stellen, das von Wollner bedeutet. Komme ich jetzt nicht drauf. Ich muss hier einfach umgucken und alles mitnehmen. Oh, da liegt was. Amber. Bernsteinstück. The Alchemist is an old man. Das, was hier im Teppich liegt, das gucken wir uns gleich an. Ich will erst noch hier so ein bisschen umgucken. Ich glaube, hier ist nichts weiter. Doch, da. Eine Münze. Okay, dann schauen wir mal, was da unter dem Teppich liegt. Ein bisschen schlecht versteckt. Those are the maps that Lord Mortimer had on the wall in his room. Oh. Der ist von Wollner hier. Warum? Was soll das denn? Warum liegt jetzt hier in seinem Zimmer? Merkwürdig. Okay, wir gehen mal raus. Wo treibt der Kerl sich rum, frage ich mich. Dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, als nach oben zu gehen. Boah, wo ist Mortimer? Wo ist Mortimer? Wenn wir jetzt nach oben in sein Arbeitszimmer gehen und der ist da, da bereitet er seine Konferenz vor. Wir werden jetzt hier einfach mal noch ein bisschen weiterlatschen. Mal gucken, ob hier noch irgendwo Schatullen waren. So, schon schauen, was ist das nochmal für ein Zimmer gewesen? Elizabeths Zimmer. Die geht nicht auf. Oh, hier haben wir noch was übersehen. Eine Münze. Ach, wie fein. So, und in den anderen Zimmern. Hier waren wir noch nicht drin. Von wem ist das jetzt der Raum? Washingtons Raum. Soll ich da einfach mal reingehen? Gucken, ob es funktioniert. Dann haben wir alles durch, ja? Eigentlich ist der Washington jetzt gerade woanders. Der sollte jetzt nicht hier sein. Schauen wir mal nach. Oh, schön. Ein Buch gefunden. Ein Aufzeichnen. Devil's Thorn. Mhm. I'll keep it. A map of Vermont. Oh, das Gott, das konnte man nicht mehr nehmen.
ist der Balkon. Ah, das war die Vase, die hat gerade so ein bisschen geschimmert. Hier. Teurer George. I'd like to invite you to join me as planned at my place. I have a project to show you. It is time that the United States played a more important role on the world stage. I understand your reluctance of playing with fire. I know your new country is very young, but rest assured that I would do nothing to jeopardize what we have built together. I look forward to seeing you soon. Your friend, William. Ich lasse es mal unkommentiert. Ich bin da gerade irgendwie unschlüssig, was ich davon halten soll. Ach, da ist bestimmt wieder ein Bernstein drin, aber da will ich jetzt wieder keine Fähigkeiten für einsetzen. Vielleicht, wenn ich noch Honig finde. Ja. Great, honey. So, dann mache ich das. Dann mache ich das hier. Carmelite water. They say that if you drink this, it gives you a real boost. Ja, toll. Ein Karmelitengeist. Ich habe gehofft, da wäre ein Bernsteinstück drin. Gut, dann sind wir hier mit George Washingtons Zimmer auch durch. War jetzt nicht so sehr spektakulär, ehrlich gesagt. Nee, Karte gucken. Okay, weiter in die Richtung. Wir suchen ja eigentlich noch aber von Wöllner. Hier ist immer noch zu, da kommen wir immer noch nicht lang. So. Was war das hier? Piaggis Raum, haben wir auch noch nicht. Okay, aber ich werde, glaube ich, an der Stelle jetzt mal einen Schluss-Cut machen. Einen Schluss-Cut. Die Folge auf jeden Fall beenden. Die ist schon wieder sehr lang geworden, denke ich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und freue mich auf eure Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.